Ja, hallo, hier vom Gelände der Roten Fabrik. Wir begehen heute den Internationalen Tag der künstlichen Intelligenz, den wir auch selber erfunden haben. Das Ganze ist ein Rahmenprogramm zu einem Theaterstück, das hier stattfindet mit dem Titel Ecce Homo, das sich genau mit Robotik und künstlicher Intelligenz befasst. Das Rahmenprogramm präsentiert sehr viel Informelles, spannende Referate zum Thema drumherum, zu Bewusstsein, den Fragen danach, ob Roboter und künstliche Intelligenz das erreichen können. Gleichzeitig findet eine Präsentation von verschiedenen Robotermodellen statt, die eigenständig sehr menschliche Sachen machen können, wie Fußball spielen etc. Um 17 Uhr gibt es dann eine Diskussion mit den versammelten Fachleuten, wo das Publikum gerne Fragen stellen kann. Und um 20 Uhr zum Abschluss dann tatsächlich auch das Theaterstück Ecce Homo im Fabriktheater. Es werden hier verschiedene Roboterkonzepte vorgestellt. Wir haben hier Fußballroboter und es hat eine künstliche Hand. Es hat den Robboy, der gerade abgebaut wird. Der Kopf ist schon entfernt. Und es hat hier auch den Tymio. Und hier gerade am Aufbrechen Stefan Magnenat, der Entwickler, Softwareentwickler von Tymio. Stefan, you was here today. What is the idea of Tymio? It's a robot concept. You developed the software. Yes. So the idea of Tymio is to teach computer science and robotics and new technologies to children in a fun and educative way. So it's through playing with a robot, interacting with a real object to learn a bit about this concept. On 12th April, we are doing a workshop. Stefan is doing the workshop, and we invited 10 artists, and together with them, we develop new concepts, new software concepts for the Tymio. And if you'd like to participate, join us and at 12th of April at Rote Fabrik in Zurich. We are searching for hot dances and cool moves with Tymio. Yes, you are all very welcome. Ich bin Susanne Zahnd. Ich habe den Text geschrieben für das Stück. Und für mich ist der Tag, der internationale Tag von der künstlichen Intelligenz, eine ganz tolle Sache gewesen. Und eigentlich wünschte ich mir jetzt am Ende von dem Tag, dass das jeden Tag so wäre, dass der Zuschauer, der in unser Stück geht, die Möglichkeit hätte, die Informationen von den Leuten, die hier waren, aus erster Hand überkämmt. Das kann ich nur unterstreichen und vor allem ist es auch toll gewesen, sozusagen alle Stationen versammelt zu haben, wo wir irgendwann mal in unserer Recherche begegnet sind und noch einige Positionen dazu. Und das ist eine Reichhaltigkeit und ein bisschen Feiern von diesem Weg. Und natürlich ist das Theater ist dann wie so ein kleiner Teil von dem, was wir auch heute an diesem Tag haben können hören. Sie ist Miriam Neidhardt, Ich bin Regisseurin. Miriam Neidhardt, Regisseurin.